Wie heißt der wichtigste Satz der 7. Klasse? Richtig, hier steht er. Und heute geht es darum, wie man bei allgemeinen Polynomfunktionen diese erste Ableitung ganz leicht bilden kann. Im vorigen Video hast du gesehen, dass wenn f von x x hoch 3 ist, dass die Formel für die Steigung an einer bestimmten Stelle, also die erste Ableitung, f' von x, ja 3x² ist. Und da ist ein System dahinter. Denn es gibt da so eine Grundregel, die man auch mit dem Limes beweisen kann, dass nämlich bei einer Potenz der Exponent nach vorkommt, also hier, und dafür der Wert des Exponenten immer um 1 vermindert wird. Also zum Beispiel, wenn du hast f von x ist gleich x hoch 4, dann ist die Ableitung davon, naja, schauen wir uns das noch einmal an, der 4er kommt nach vor, also hier mal 4, und der Exponent wird um 1 kleiner, also x hoch 3. So einfach ist das. Ja, und zusätzlich kann man auch mit dem Limes noch einige andere Dinge beweisen, zum Beispiel folgendes. Wenn ich eine Funktion habe und davor einen konstanten Faktor, sagen wir 5 mal x hoch 3, dann bleibt dieser konstante Faktor beim Ableiten schlicht und einfach bestehen. Also, ich nehme diesen 5er einfach mit, der 3er wird wieder nach vorgeschrieben, ist egal ob hierhin oder hierhin. Also ich mache es mal langsam, ich nehme den 3er ganz nach vor, den 5er nehme ich mit und aus dem x hoch 3 wird ein x Quadrat. Also wenn ich es gleich ausrechne, 15x Quadrat. Wie sieht das jetzt zum Beispiel aus bei f von x ist gleich x oder ja, sagen wir gleich 2x? Naja, da denke ich mir ein x hoch 1 und das f' von x ist dann, ich schreibe es ganz langsam und umständlich auf, 1 mal 2, das ist der 1er, der jetzt wieder nach vorgewandert wird und das x hoch 1 wird zu einem x hoch 0, weil ja der Exponent um ein ganzes weniger wird. Aber x hoch 0 ist ja 1, deshalb steht hier nichts anderes als 1 mal 2 mal 1 und das ist klarerweise 2. Man hätte sich auch gleich merken können, dass bei einem Ausdruck mit nur x, also hier 2 mal x, ich versuche gerade den 1er hier zu löschen, aber er lasst mich irgendwie nicht, dass hier bei diesem 2 mal x hoch 1, also 2x, einfach nur ein 2er überbleibt. Ja, oder f von x ist gleich 5x, f' von x ist gleich 5. Oder f von x ist gleich einfach nur x, also 1 mal x, f' von x wäre in diesem Fall 1. Das heißt, ein einzelnes x fällt einfach weg. Und wie sieht das jetzt aus, wenn ich nur eine konstante Funktion ohne ein x habe, also zum Beispiel f von x ist gleich 8? Naja, da kann ich mir ja in dem Fall hinten ein x hoch 0 denken. Machen wir es in schwarz. So, x hoch 0. Ja, und wenn ich jetzt genau diese Regel anwende, f' von x, nämlich die Regel, dass die 0 hier nach vorgeschrieben wird, dann muss hier logischerweise stehen 0 mal 8 x hoch minus 1. Ja, der Exponent wird ja immer um 1 weniger. Nur das ist in dem Fall völlig egal, weil 0 mal irgendwas ist ja auf jeden Fall 0. Also ich könnte mir auch gleich merken, dass eine Zahl ohne x, ich habe das immer konstantes Glied genannt, beim Ableiten einfach zu 0 wird, also wegfällt. Zum Beispiel f von x ist gleich irgendeine Zahl, sagen wir 3,5. Egal welche Zahl hier dasteht, f' von x wird dabei immer 0. Gut, es geht jetzt aber noch besser.
Ich kann nämlich jetzt auch zusammengesetzte Polynomfunktionen nach demselben Muster ableiten. Also zum Beispiel, angenommen wir haben eine Funktion f von x ist gleich 2x hoch 3 minus 5x² plus 7x minus 8. Und ich leite die ab, ich schreibe das jetzt mal drunter, verwende ich wieder genau dieselbe Regel. Das heißt, der Dreier kommt nach vor. Es wird also 3 mal 2x. Und der Dreier hier oben, also die Hochzahl, der Exponent, wird um 1 weniger. Hoch 2. Minus, naja, selbes Spiel noch einmal gespielt. 2 mal 5x hoch 1. Plus, jetzt wissen wir schon, ein einzelnes x fällt weg. Und eine Zahl ohne x, so wie hier der Achter, die wird überhaupt zu 0. Ja, das Ganze hätte ich natürlich auch gleich im Kopf ausrechnen können. Also 6x² minus 10x plus 7. Und das ist soweit jetzt schon fertig. Das heißt, ableiten von Polynomfunktionen geht sehr, sehr einfach. Anderes Beispiel. F von x ist gleich 2x hoch 4 plus 8x hoch 3 minus 3x² plus x minus 5. Gut, also die Ableitung f' von x. Der Vierer kommt noch vor, 2 mal 4 ist 8x hoch 3. Plus 3 mal 8 ist 24x hoch 2, minus 3 mal 2 ist 6x plus 1 und der 5er fällt wieder weg. Noch was fällt auf, wenn ich so eine Funktion und ihre Ableitung habe und die Funktion hat Grad 4, dann muss die Ableitung klarerweise Grad 3 haben, weil ja beim Ableiten der Exponent um 1 weniger wird. Ja, hier ist die originale Funktion und das ist eine Formel, in die ich jedes beliebige x einsetzen kann und wenn ich diese Formel hier ausrechne, bekomme ich genau die Steigung an der Stelle von dem x, das ich eingesetzt habe. Also noch einmal der wichtigste Satz der siebten Klasse. Die erste Ableitung ist eine Formel für die Steigung einer Funktion.